Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Speedbird-Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr sehen könnt, wir sind hier in meinem Strandhaus, Poolhaus, Sommerhaus, wie auch immer man es nennen möchte. Wir können natürlich endlich Sommer haben, also nicht nur den wir sowieso schon kannten, sondern auch diesmal richtigen Sommer mit ordentlich Sonnenschein, mit Hitzewellen, und das kann man natürlich am besten, ja, genießen am Pool. Und deswegen gibt es eben dieses große Haus hier mit riesengroßem Pool. Wir sind eben ja in der Endphase sozusagen von dem Haus im Innenausbau zumindest. Es gibt noch zwei Räume einzurichten, und zwar ist es eben, also dieser eine Bereich hier, das Wohnzimmer und eben das eigentliche Schlafzimmer. Und auch das wird eben im sommerlichen Tönen gehalten. Frische Farbe, knallige Farben, und ja, hier geht es jetzt erstmal im Wohnzimmer weiter. Ich habe endlich mal einen Platz gefunden, wo ich diesen tollen Couchtisch verwenden kann, also dieses halbe Aquarium da unten. Wir können es leider nicht selber mit Fischen bestücken, also das geht leider nicht, aber ich habe endlich mal eine Möglichkeit gefunden, das sie irgendwo zu platzieren, weil im normalen Haus da irgendwie so ein Fischtank im Wohnzimmer zu haben, das passt nicht ganz so, wie ich finde, aber hier in so einem sommerlichen Haus, da kann man sich sowas schon mal erlauben. Und wie immer bin ich hier so ein bisschen auch am Rumbasteln, am Experimentieren. Es gibt mit diesen vier Jahreszeiten diese coolen Sideboards, die ich so schön finde. Und ich habe mir gedacht, damit kann man auch ein bisschen mehr anstellen vielleicht. Und habe daraus eben, ja, mit dem Move Objects On Sheet und ein bisschen Fingerspitzengefühl diesen tollen, ja, Hochschrank, Schrank, wie auch immer man es nennen will, erstellt. Und diese Platten, die dazwischen sind, das sind aus Die Sims 4 Wellness-Tag. Genau, aus Wellness-Tag sind das diese G-Platten, die es eigentlich für einen Teich gibt. Und wenn man das zusammenschiebt, finde ich, sieht es gar nicht mal so schlecht aus, so einen kleinen Schrank das sich zusammen zu basteln. Passt dann eben auch ganz gut, wie ihr es gleich noch sehen werdet, wenn wir dort eben ja, ein Regal noch mit platzieren, dass das Ganze eben so eine etwas geschlossenere Wand ist. Ich war so ein bisschen am Rumexperimentieren, auch mit diesen neuen Pflanzobjekten, die wir dort bekommen haben, mit diesen vier Jahreszeiten. Aber es sollte natürlich alles nicht zu voll sein, sehr luftig sein, und da passt eben dieses tolle ja, Regal sehr gut dahin. Das Ganze wird dann noch ein bisschen verziert mit ein paar Mitbringseln aus der Welt. Wir haben ja schon sowas auch ein bisschen im Badezimmer, hatte ich es auch schon ein bisschen erwähnt, dass ich das gerne machen möchte, dass eben, ja, wir so ein paar Sims haben, die hier durch die Stadt, durch die Länder gereist sind, und haben dann so ein paar Mitbringsel, ja, mitgebracht. Und so haben wir es eben auch hier, dass wir mal eine Schneekugel haben aus, ich glaube, Willow Creek ist das, so eine Statue aus Silverdorada, was, wie ich finde, passt ganz gut dazu. Und ja, hier jetzt nochmal die Vorhänge dazu. Wir haben sehr, sehr schöne neue Vorhänge bekommen mit diesen vier Jahreszeiten. Ich habe es im Trailer anfangs, ja, war ich ein bisschen skeptisch, ob die wirklich so schön aussehen oder nicht. Mittlerweile finde ich die wirklich super toll. Sie haben wirklich tolle Farben und passen also auch sehr, sehr gut da rein. Und ich finde auch gerade jetzt mal diese blauen Farbtöne dort sehr, sehr schön, weil sie haben so einen Verlauf, ne? Sie werden von oben sind sie relativ dunkel und nach unten hin werden sie immer heller. Und das finde ich ist ein wunderschöner Kontrast. Passt sehr gut zu diesen Holztönen und dann eben zu dem, ja, auch zu dem Weiß, was wir hier haben. Ich habe das Ganze ja so ein bisschen so gemixt. Es sollte trotzdem helle Farben sein. Also wir haben viele Weiß dabei. Aber so ein bisschen, ja, andere Holztöne müssen natürlich schon mit verbaut werden, damit das Ganze ein bisschen gemütlicher aussieht und dann nicht am Ende zu steril daherkommt. Deswegen gibt es eben auch so ein bisschen, ja, die anderen Holztonfarben. Hier wird jetzt noch ein bisschen für Deko gesorgt, die Pflanzen damit dabei, die dürfen natürlich nicht fehlen. Kerzen, Pflanzen, also das ist so ein bisschen Schnickschnack, was überall immer platzieren kann, immer wie überall dabei sein kann. So. Noch ein paar Deko-Sachen dabei, also Schnickschnack wie immer. Kann überall platziert werden, da kann man nie genug von haben. Auch hier ganz cool natürlich, dass man die Bilder einfach so ein bisschen verkleinert und dann untereinander packt. So kann man sich mal noch ganz schöne Muster mit erstellen. Und dann haben wir noch diesen kleinen Bereich, ja, bei der Küche.
Naja, wie immer, ich bin überall hin und her switchen, weil irgendwann finde ich immer mal Sachen, die ich woanders noch nicht platziert habe. Ich war erstmal noch ein bisschen am Rumexperimentieren, ob ich den Teppich nicht noch ein bisschen verändere mit den Farben. Ich war da nicht ganz hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, am Ende ist es dann doch dieser Avocado-Teppich geworden. Also das hatte ich schon mal, glaube ich, in einem Sweetbild erzählt, dass einfach dieser Teppich aussieht wie eine Avocado. Und deswegen wurde er bei Twitter immer wieder Avocado-Teppich genannt. Warum auch immer, ob es da wirklich aussieht wie eine Avocado, ich weiß es nicht. Ja, also ich habe angefangen, das Sweetbild tatsächlich, nachdem ich diese 4 Jahreszeiten bekommen habe hier. Und da gab es natürlich ein paar coole neue Sachen, die ich jetzt hier fleißig mit verbaue, das Ganze noch ein bisschen mehr ja, in Richtung Jahreszeiten trimme. So, und dann wird jetzt auch noch mal ein bisschen, darauf wollte ich hinaus eben, so ein bisschen für Musik gesorgt, dass wir einfach noch ein bisschen ja, feiern können. Mein Lieblingsobjekt aus diesen 4 Jahreszeiten ist nach wie vor immer noch diese Wandblume sozusagen dort. Und dann geht's ab in diesen Küchenbereich noch. Wir hatten ja diese kleine Ecke da noch, wie ich eben schon gesagt hatte. Die wird jetzt auch vervollständigt, noch mit so ein paar Körben. Natürlich Blümchen dürfen nicht fehlen. Und es war komischerweise, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich gerade bei mir vom Licht so herkam oder ob es da wirklich irgendwas, ob das wirklich so aussieht. Leider war die Regale dort ziemlich dunkel. Ich weiß nicht, ob das allgemein so ist oder jetzt gerade nur von der Beleuchtung so kommt, wie ich sie dort hatte. Mich hat es ein bisschen gestört, dass die so ein bisschen dunkel waren. Ich werde ja gleich noch ein bisschen versuchen, das Ganze hübscher zu machen. Erstmal noch wieder weiterhin Schnickschnack hier am Verbreiten. Und das ist immer bei mir so, ich weiß, welche Objekte ich benutzen will und dann geht die Sucherei los, dass ich dann nicht mehr weiß, in welchem Pack war das denn jetzt, wie heißt das nochmal, weil ja, nach Namen kann man auch nicht wirklich suchen, weil die ja einmal alle solche komischen, tollen, wie auch immer, Namen haben. Also wenn du jetzt Messer suchst, findest du die teilweise eben nicht und ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass ihr wirklich wisst, okay, das möchte ich haben, aber ihr sucht euch dumm und dusselig teilweise. Weil ihr nicht wisst, wo es das gibt. Es ist häufiger so, dass ich tatsächlich ein Speedbuild anfange und schon in den ersten 2 Minuten am Verzweifeln bin, weil ich ein Objekt wirklich 3 Minuten, 5 Minuten lang suche. Ich weiß genau, wie es aussieht, ich weiß genau, welches es ist, aber ich finde es einfach nicht. Und dann fange ich nochmal das Speedbuild an, aufzunehmen, weil es einfach zu blöd ist, dass ihr dann irgendwie 5 Minuten gucken müsst, wie ich da versuche, so ein Objekt zu finden. Das passiert ab und zu mal, deswegen also nicht wundern, wenn ich mich da mal ein bisschen verzettle und am Suchen bin, wie verrückt. Falls ihr es jetzt gesehen habt, dass unter dem Avocado-Teppich noch ein Teppich liegt, keine Sorge, den habe ich entfernt. Also nicht aufschreien und sagen, hey, was ist da los? Da hast du was vergessen. Nein, nein, ich habe es dann doch wieder. Am Ende habe ich es dann doch gesehen. Ja, und hier ist das Schlafzimmer und ich habe mir überlegt, ich möchte das ganze Schlafzimmer so ein bisschen farbiger gestalten. Und da habe ich mir gedacht, das Ganze kommt mit Gelb sehr gut. Wir haben ja im Wohnzimmer so ein bisschen diesen Türkis-Blauton. Im Badezimmer ist es eher so ein bisschen das Grünliche. Und ja, hier dachte ich jetzt mal im Schlafzimmer, da kann es schön knallig werden, sommerlich. Und da lassen wir die Sonnenschein so ein bisschen rein. Deswegen gibt es dann das Ganze hier in einem knalligen Gelb. Das Bett passt natürlich auch sehr gut dazu mit diesen gelben Sachen dazu. Wir haben die Lampen in Gelb, die Vorhänge in Knallgelb. Und jetzt hier gibt es diese Sitzbänke, ich glaube, die heißen Ottomane, wenn ich mich nicht irre. Auch in Gelb passen dazu, also besser kann es ja gar nicht sein. Also wir können schon sehr, sehr viel in Farben machen. Und ja, finde ich ganz cool, so eine kleine Sitzbank dort zu haben, um einfach so mal, ja, doch vielleicht mal nach draußen zu schauen, sich da hinzusetzen und ein bisschen zu entspannen. Ich habe mir auch gedacht, ich wollte das Ganze ein bisschen interessanter gestalten mit dem Schrankbereich. Es sollte natürlich auch so ein bisschen sein, damit man, also man muss ja überlegen, es ist ja in dem Sinne kein richtiges Ferienhaus, sondern es ist natürlich auch ein Wohnhaus. Das heißt, es muss natürlich auch so ein bisschen
den alltagsgerecht sein sozusagen, und deswegen braucht man natürlich vielleicht auch nochmal so ein, ja, ein Computer, ein PC. Und deswegen habe ich einfach die Ecke dort vorne, die ihr gleich nochmal sehen werdet, die ich gleich auch nochmal einrichten werde, so ein bisschen geteilt mit dem, ja, auf der einen Seite eben mit dem Schrank und auf der anderen Seite kommt nochmal dieser PC-Bereich. Hier jetzt, was ich auch noch ein bisschen versuchen wollte, ist, das Ganze ein bisschen spannender gestalte, dass ich eben auch, ja, so ein, das Bett so ein bisschen abtrenne, dass man da einfach nochmal so einen schönen Farbklecks hat. War mal eine Idee, vielleicht das Ganze so ein bisschen interessanter zu gestalten. Hier kommt jetzt, wie gesagt, diese Ecke, diese Büroecke hin. Ich glaube, jeder hat so eine kleine Büroecke, wo man sein PC stehen hat, auch wenn es irgendwie so eine Chaos-Ecke ist. Irgendwie so ein bisschen. Aber sowas darf natürlich nicht fehlen. Auch hier wieder viel Schnickschnack. Das gleiche ist eben auch bei dem Schrank. Da gibt es dann auch nochmal so ein bisschen Schnickschnack-Gedöns da oben drauf. Das macht das einfach wesentlich, wesentlich schöner, wie ich finde. Also leere Räume kann ich überhaupt nicht abhaben. Ich weiß nicht, ihr werdet es gleich noch sehen, die Wand bei dem Fenster, da wo ich später den Schuhschrank platzieren werde, die bleibt tatsächlich leer. Also da habe ich nichts platziert. Das war mir dann doch... Ich habe erst überlegt, mache ich da noch was hin? Mache ich da nichts hin? Es hat in meinen Fingern gejuckt, dass ich da tatsächlich noch irgendwie ein Bild hinpacke oder eine Lampe oder ein Regal oder irgendwie sowas. Aber ja, es ist manchmal schon ein bisschen schwer, da nicht zu viel zu verbauen. Weil es für mich einfach... Ja, ich liebe das einfach, diese ganze Deko da zu verballern. Deswegen... Also... Ja, wer es lieber ein bisschen schlichter mag, der wird bei meinen Häusern teilweise ein bisschen auf Granit beißen, weil es einfach, ja, ich platziere da einfach wild rum und einfach zu viel teilweise. Deswegen, wie gesagt, brauche ich auch für so ein Speedbuild manchmal ein bisschen länger als so manch anderer und deswegen, ja, dauert es einfach ein bisschen. Auch wie hier jetzt, theoretisch hätte man natürlich die Wand so lassen können, wie sie jetzt ist. Aber nein, der Bene muss da noch eine Lampe hinstellen, muss da noch ein paar Pflanzen mit hin platzieren. Und dann ja, reicht eben nicht nur eine Pflanze, sondern kommen da gleich zwei, drei Pflanzen hin. So ist das in meinen Häusern und ich glaube, so sieht es auch bei mir zu Hause aus. Also ich habe kaum eine Wand, wo wirklich nichts passiert oder nichts steht. Irgendwo ist immer irgendwas. Ja, hier ändere ich jetzt nochmal so ein bisschen was an der Wand und weil es dann doch ein bisschen zu viel war von der Wand und dann wird das Ganze noch ein bisschen einfarbiger gestaltet. Trotzdem immer noch sehr knallig, sehr bunt und, nicht bunt, aber trotzdem sehr knallig, sehr farbenfroh. Und damit wir so ein bisschen, also ich habe damals ein Praktikum beim Architekten gemacht, weil ich damals tatsächlich Innenarchitekt werden wollte in meiner Zeit lang. Und ich habe immer gelernt, damals, dass man eine vorherrschende Farbe für ein Zimmer benutzen sollte, aber trotzdem eben noch die Komplementärfarben mit verwenden sollte, damit das Ganze so ein bisschen, ja, so ein bisschen, wie soll ich sagen, gedämpft wird. Also hat man ein gelbes Zimmer, dann soll man davon eben schon gelb die vorherrschende Farbe sein, aber das Ganze so ein bisschen entschärfen, indem man auch so ein bisschen, ja, die Komplementärfarbe benutzt, irgendwie blau oder grün. Also ne, dieser Kontrast zwischen warmen Farben und kalten Farben. Und deswegen gibt es eben auch hier jetzt mal, ja, der Teppichboden, der eben so ein bisschen erdfarben ist, beige ist und dann ein bisschen Ruhe mit reinbringt. Das grüne Bild, was eben dann so ein bisschen das Ganze noch ein bisschen kühler macht vielleicht. Und ich glaube auch dieser Wandteppich hinten an der Seite bleibt auch in diesem Blauton. Also da hat man auch wieder ein bisschen was Kühleres mit drin. Bin mir aber gerade nicht, ganz ehrlich gesagt, nicht ganz sicher, ob ich es denn jetzt nicht doch noch am Ende umändere. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das Speedbuild aufgenommen habe und ja, jetzt komme ich eben erst dazu, das Ganze so ein bisschen zu kommentieren. So ein bisschen Sammelsurium hier noch überall platzieren. So ein bisschen Schnickschnack obendrauf.
Und wie immer, ja, zum Schluss die Lampen, die ich dann platziere, um das Ganze natürlich noch ein bisschen auszuleuchten. Genau, das war eben, wie gesagt, die Wand, wo ich da erst gedacht habe, mache ich da noch was hin oder nicht? Und ich habe es dann doch gelassen. Ja, und damit wären wir auch schon hier am Ende des Speedbuilds angelangt. Das Haus ist komplett eingerichtet, von innen zumindest. Jetzt kann es weitergehen an den Außenbereich. Das wird beim nächsten Speedbuild gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.